Hallo ihr Lieben, hier sind Silke und Julia. Ich habe wieder die Julia auf meinem Sofa sitzen. Julia hat auch einen YouTube-Kanal. Julia Rawsome. Genau, Rawsome be awesome. Also du hast also einen Kanal mit geht es um Anti-Aging, Beauty, natürliche Kosmetik, gesunde Ernährung. So natürlich. Frauenthemen. Auch viele Frauenthemen. Was Frauen anspricht. Auch Männer hin und wieder. Also ganz tolle Themen. Ich verlinke euch den Kanal oben rechts. Und heute möchte ich mit Julia wieder über ein wichtiges Thema für Frauen sprechen, über unsere Erfahrungen. Es geht um die Menstruation. Dazu gibt es auf meinem Kanal schon 3 Videos. Ich habe eins über freie Menstruation gemacht, habe auch in einem Video die Frage gestellt, ob die Menstruation der westlichen zivilisierten Frau normal ist. Und dann gab es noch ein Video, wo ich einfach so ein paar Tipps gegeben habe, wie man Menstruationsbeschwerden lindern kann. Also ich werde euch die Links zu den Videos unten in die Infobox setzen. Und ich finde immer so Erfahrungsberichte generell zu welchem Thema immer sehr interessant, dass man auch sieht, dass man entweder, dass sich die Erfahrungsberichte gleichen oder dass es doch immer so verschiedene Faktoren gibt, die so unterschiedlich beeinflussen können. Und ich habe das ja auch in den Videos so kommuniziert, dass ich auch als ich mich von veganer Rohkost ernährt habe, Menstruationsbeschwerden hatte, wie Bauchkrämpfe, ein bisschen Übelkeit, Kopfschmerzen, ich weiß noch, als ich noch studiert habe, war es manchmal so, ich konnte nur in die Uni gehen, wenn ich eine Schmerztablette genommen habe. Sonst war ich unfähig, den Tag zu überstehen. Und auch mit veganer Kost, also auch wenn ich alle tierischen Produkte eliminiert hatte, auch mit veganer Kost, mit einem gewissen Rohkostanteil, ist das oft aufgetreten. Und als ich dann meine Ernährung vor 6 Jahren auf Rohkost umgestellt habe, länger umgestellt habe und auch so regelmäßig gefastet habe, hat sich das wirklich innerhalb von kurzer Zeit haben sich diese Beschwerden eingestellt. Und jetzt bin ich komplett beschwerdefrei. Ich habe keinerlei Schmerzen mehr. Und auch die Menstruation an sich ist schwächer geworden. Sehr schwach, ohne Komplikation. Und es ist so leicht geworden, dass ich sogar die freie Menstruation praktizieren kann. Und das Video habe ich hier unten verlinkt. Wer jetzt wissen will, was ist das genau, was macht man da, da könnt ihr euch das Video gerne anschauen. Und heute habe ich ja die Julia neben mir sitzen. Und sie wird auch über ihre Erfahrungen sprechen, wie sich ihre Menstruation verändert hat, mit welcher Art der Ernährung? Also bei mir ist es so, ich habe vielleicht auch irgendwie genetisch bedingt, neige ich wirklich dazu, also wirklich zu PMS, prämenstruelles Syndrom. Das sind ja so die Tage vor den Tagen, auch teilweise während den Tagen, diese Begleitsymptome, die man hat. Und natürlich haben dazu immer bei mir starke Wassereinlagerungen gehört, dann natürlich Krämpfe. Ich habe immer viele Schmerzen gehabt, Rückenschmerzen, Brustschmerzen, kleine Brüste waren immer so geschwollen. Und also habe auch immer sehr, sehr, sehr starke Blutungen gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass ich das sehr stark reduzieren konnte. Ich habe leider, wie gesagt, ein bisschen genetisch auch zu gewissen Sachen natürlich dann einen Hang. Und seit ich natürlich sehr grünlastig auch lebe, also sehr viel grünes Blattgemüse involviert habe in meiner Ernährung, merke ich einfach, dass ich halt vor allen Dingen das, was mir halt auffallen ist, einfach keine Schmerzen mehr habe und mich ja auch jetzt schon seit einigen Jahren wieder vegan ernähre. Und das hat natürlich wahnsinnig viel ausgemacht. Also Milchprodukte und so, das lasse ich ja sowieso alles schon seit Jahren weg. Und ja, es hat sich auf jeden Fall verändert. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Kinder. Das heißt, die Natur ist nicht so besonders gnädig. Das ist immer bei Frauen, die noch keine Kinder bekommen haben, weil dann halt auch oft natürlich die Menstruation manchmal das, ich habe auch schon mit einigen Frauen darüber gesprochen, manchmal noch ein bisschen stärker wahrgenommen wird. Und habe ich gesagt irgendwann, okay, ich schaue jetzt so dem Abgrund ins Auge und ich werde auch nicht mehr hormonell verhüten. Und habe das jetzt so ohne hormonelle Verhütung ganz gut in den Griff bekommen, sodass ich nicht mehr leide so vor der Menstruation, während der Menstruation. Und natürlich, klar, die Ernährung macht unheimlich viel aus. Ich habe halt gemerkt, wichtig ist, auch gerade vor der Menstruation, während der Menstruation, was ich auch von anderen Frauen schon mitbekommen habe, ist halt oftmals die Ausscheidung nicht so richtig funktionieren, dass die nicht so regelmäßig auf Toilette gehen können. Und da ist es gerade wichtig, dass man halt sehr viel wasserhaltige Rohkost isst, um so den Darm so ein bisschen auch, die Darmbewegung bzw. die Verdauung anzuregen, finde ich super wichtig. Und vor allen Dingen, was natürlich auch ein ganz großer Faktor bei mir war, ist das Thema Magnesium. Also ich habe damit jetzt wirklich ein bisschen auch länger rumexperimentiert, das mit dem Magnesiumöl und halt auch dermal über die Haut und natürlich dann auch
halt oral halt das Magnesiumcitrat. Und also ich würde wirklich allen Frauen empfehlen, die wirklich Probleme haben mit ihrer Menstruation, mit Schmerzen, mit PMS, mit starken Stimmungsschwankungen, auf jeden Fall deutlich mehr Magnesium nehmen in der zweiten Zyklushälfte beziehungsweise nach dem Eisprung. Und hast du das, weil du sagst, du hast es auch auf die Haut geschmiert, wo ja, genau? Also am besten ist, umso mehr, desto besser. Also ich wirklich Beine und Bauch mache ich immer und Arme und genau, und dann wirklich gut einmassieren. Und und du nimmst auch Magnesium, also Magnesiumöl für die Haut, und du nimmst oral auch Magnesium? Genau, Zitrat nehme ich. Genau, Zitrat. Magnesiumcitrat, ja. Und ja, dann nehme ich, na gut, ich kann jetzt nicht so genau im Milligramm sagen, ich weiß nicht, was ist so der Standard. Aber ich würde schon sagen, also je nach, also individuell vielleicht ein bisschen erhöhen, weil klar, das ist ja immer sehr, alles sehr niedrig dosiert irgendwie in Deutschland. Und ja, aber ich finde, wenn man nicht so viel, weil klar, Magnesium tut ja auch so ein bisschen manchmal zu Verdauungsproblemen führen, gerade wenn man ein bisschen mehr einnimmt, würde ich schon sagen, die Kombi transdermal und dann halt mit. Und dieses Magnesiumöl, habe ich gehört, auch bei Sportlern hilft das sehr gut, gerade bei den Muskeln, ja, ne, nach dem Sport sich damit einzumassieren oder auch wenn man Muskelkrämpfe hat, das wirkt, das zieht dann sofort ein und hilft und lindert. Ich meine, man kann natürlich auch über die Ernährung versuchen, sich magnesiumreich zu ernähren, also ich sage immer Wildkräuter, Sprossen, da kann man nichts verkehrt machen, aber die wenigsten wissen ja, dass in den heutigen, vor allem konventionellen Lebensmitteln kaum noch Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind. Wenn man das von vor 50, 60 Jahren vergleicht, da gibt es auch Studien, die zeigen, wie der Vitamin- und Mineralstoffgehalt immer mehr abnimmt. Genau. Das ist wirklich erschreckend. Und also auch der Magnesiumgehalt. Gerade der Magnesiumgehalt. Ja. Also unsere Nahrung wird immer kalziumreicher. Alle machen sich immer so verrückt wegen Kalzium. Aber Kalzium macht ja wirklich alles eher steif und hart, ja. Und Magnesium ist aber das, was alles entspannt. Und das ist halt so wichtig, dass wir halt so viel Magnesium zu uns nehmen. Und wie du schon gesagt hast, Wildpflanzen, da ist ja unglaublich viel Magnesium drin auch. Und gerade Brennnessel ist so gut bei Menstruationsbeschwerden. Also ab April oder so März, April wächst ja wieder die Brennnessel. Unbedingt die Brennnessel sammeln, da kann man, also mein Lieblingssmoothie ist zum Beispiel Brennnessel und Birne. Ja. Gerade wenn es dann so, und die Birne gibt es dann erst so später. Ich mag ja dann gern so regionalen Smoothie aus Birne und Brennnessel. Oder auch, man kann super die Brennnessel entsaften. Ja. Oder auch so essen. Da gibt es auch so Tricks, wie man die in der Natur ganz frisch essen kann. Kann man sich optimal dann mit Chlorophyll und diesen Nährstoffen versorgen. Also, ja, das so mit dem Magnesiumöl, das ist wirklich ein guter Tipp. Ja, ja, man merkt halt schon manchmal, wie man sich ernährt einfach. Gerade wenn man sich so in der zweiten Zyklushälfte sehr salzreich ernährt, sehr viel konzentrierte Nahrung, wenig Smoothies oder grünes Blattgemüse, das ist schon ein Unterschied. Also gerade so ein paar Tage vor der Periode, dann geht's aber los. Ne? Dann ist hier Wassereinlagerung, die Brüste tun weh. Das hatte ich ja früher ganz extrem, mittlerweile gar nicht mehr. Und hattest du auch so Stimmungsschwankungen oder so Fressattacken? Also Fressattacken jetzt vielleicht nicht, aber Stimmungsschwankungen. Also ich höre auch ich kenne das sogar manchmal auch von mir, dass man so ein bisschen energiereicher dann isst. Ja. Oder auch mal Kakao, mal was Süßes oder so. Oder so ein Wechsel zwischen süß und herzhaft, dass ich merke, zwei Tage, dass ich das manchmal habe. Wenn ich eher wasserhaltig esse, eher nicht, dann merke ich gar nichts. Mhm. Dann merke ich nur dann kurz bevor die Menstruation beginnt, merke ich, oh, jetzt geht's los. Ja. Das ist schön, wenn man so ein bisschen Körpergefühl, da ich auch die freie Menstruation jetzt schon über 2 Jahre praktiziere, bekommt man ein Gefühl dafür, man weiß sofort, wann es dann losgeht. Ja. Und das finde ich so faszinierend, wenn man so in sich reinfühlen kann, wenn man da so ein Gespür dafür bekommt. Das finde ich auch so wichtig, seinen Körper so kennenzulernen. Ich finde halt, Frauen, die Hormone nehmen, die Pille, die verlieren auch manchmal so ein bisschen diese Instinkte vielleicht dafür, so ihren Körper wahrzunehmen, ja, weil natürlich er jetzt sozusagen fremdgesteuert ist, mehr oder weniger. Und ich finde gerade den Zyklus finde ich so spannend, weil eine Frau hat ja viele Zyklusphasen, ne? Und sich immer wieder darauf einzustellen, okay, jetzt bin ich gerade, ich mache das halt oft so, dass ich halt dann denke, okay, jetzt bin ich gerade in dieser Phase, okay, deswegen weiß ich auch, warum ich vielleicht gerade so und so bin, ja. Und das finde ich halt schon sehr spannend. Ja, wie du gesagt hast, vor allen Dingen, man spürt dann auch schon, obwohl es noch gar nicht passiert ist, spürt man dann schon, okay, gleich ist es soweit. Mhm. Und dann, so ein kleines Zeichen dann. Also hast du uns heute nochmal so einen Tipp gegeben, auf Magnesium zu achten? Unbedingt. Als ich das Video gemacht habe, Tipps um die Menstruationsbeschwerden, so um das so ein bisschen zu regulieren, da habe ich, glaube ich, so explizit auf Magnesium noch gar nicht hingewiesen, aber zum Beispiel auch auf ein warmes Bad oder eine Wärmeflasche, bestimmte ätherische Öle, die auch zur Entspannung beitragen. Ja. Natürlich die Ernährung,
Das ist so das A und O, auch so die Bewegung, frische Luft. Also das ist immer ein ganzheitliches Konzept. Man kann gar nicht sagen, das ist nur das. Das ist immer ein ganzheitliches Konzept, um einfach diesen monatlichen Umstand einfach auch ganz leicht zu durchleben, dass es nicht immer problematisch ist. Ja. Ich hatte auch meine Freundin gesagt, auch durch die Ernährungsumstellung hat sie keine Beschwerden mehr und sie hat so das Gefühl, sie ist gar nicht mehr richtig Frau, weil sie hat immer so Menstruation als weiblich und mit Beschwerden empfunden. Ah. Das fand ich auch sehr interessant, wie sie das so wahrgenommen hat. Aber das kann halt auch ganz leicht und easy sein. Ja. Und wenn man dann auch noch, wenn das nicht, viele Frauen leiden ja auch unter sehr starken Blutungen. Genau. Und ich habe wirklich festgestellt, dass das wirklich auch mit der Ernährung oftmals, nicht immer, aber oftmals zusammenhängen kann. Ja, also manchmal muss halt die Gebärmutter noch das übernehmen, was der Darm halt nicht mehr vielleicht so ganz schafft. Ja. Also ist natürlich gut, dass die Frau noch das aber so ein weiteres Entgiftungsorgan hat. Das haben wir den Männern vielleicht so ein bisschen mal sowas voraus. Weil früher hat ja, glaube ich, gab es ja diesen Arterlass, ne, wo dann halt gut abgezapft wurde, dass sich das dann wieder so erneuert. Ja, das gibt es natürlich jetzt heute nicht mehr und da ist natürlich auch so, dass natürlich der Körper, es sind natürlich auch Nährstoffe, die rausgehen, klar, die vielleicht wichtig sind, aber es sind ja auch Sachen, die rausgehen, die halt einfach der Körper nicht braucht. Das sind sich viele gar nicht bewusst, dass die Frau durch die Menstruation auch entgiftet, nicht nur, dass sie das, was nicht mehr gebraucht wird, weil ja kein Kind zustande gekommen ist, abbaut, sondern der Körper nutzt die Menstruation auch zur Entgiftung. Also das ist sozusagen ein Geschenk für die Frauen, dass sie durch die Menstruation auch entgiften können. Man sagt ja auch, habe ich jetzt öfters gelesen, dass Frauen älter werden, weil sie menstruieren. Ja. Und dass bei vielen Frauen in der Menopause, also wenn die Menstruation beendet ist, wenn sie nicht mehr menstruieren, dann auch so bestimmte Beschwerden anfangen. Ja, ja. Weil sie dann nicht mehr so entgiften. Also ich sage das nicht generell bei allen, aber dass man das schon beobachten kann. Oder halt auch Frauen, die zum Beispiel Gebärmutter entfernt bekommen, das ist ja auch sowas, die kann schon sein, dass natürlich dann der Alterungsprozess sich ein bisschen schneller vollzieht auch, ja. Weil sie hat natürlich dann nicht mehr die Gebärmutter. Mhm. Aber klar, also natürlich, es ist individuell oftmals. Also ja, die zivilisierte Frau hat natürlich viele Beschwerden, ne? Gerade so vor und während der Menstruation. Und viele haben dann auch Wucherungen in der Gebärmutter, so Myome und sowas. Muss nicht immer sein, wenn man stark blutet, aber kann sein. Und kann natürlich schon wirklich sehr, sehr viel machen, auch mit der Ernährung. Definitiv. Dann danke ich dir, liebe Julia, für deinen Erfahrungsbericht. Also wer jetzt wirklich Beschwerden mit der Menstruation hat und das gern mindern, reduzieren würde, dann empfehle ich mein Video mit den Tipps zur Reduzierung der Menstruationsbeschwerden. Und dein Tipp, Magnesiumöl, würde ich noch hinzufügen. Ich werde mich nochmal mit... Wer vielleicht noch ein bisschen die Wirkung noch mehr verbessern will, kann es auch mit DMSO nehmen. Magnesiumöl, weil DMSO halt sozusagen alles, was dermal aufgetragen wird, hilft dabei, besser in die Haut einzuschleusen bzw. in Zellen einzuschleusen. Ach, sehr interessanter Tipp. Genau, dann verlinke ich euch Magnesiumöl und dieses DSMO unten und dann könnt ihr das einfach mal testen. Und denkt dran, achtet auf magnesiumreiche Ernährung, Wildkräuter, grünes Blattgemüse, Sprossen, Grünkraut, grüne Gräser. Darauf solltet ihr auch ein bisschen euren Fokus legen, Magnesium, also auch vor allen Dingen auch, finde ich, super wichtig, noch sehr ballaststoffreich, damit auch die Verdauung funktioniert. Weil viele Frauen haben auch Verstopfung während der Menstruation und dadurch kommen dann noch mehr Beschwerden, noch mehr Krämpfe. Und wichtig ist, dass einfach der Darm muss ständig arbeiten und regelmäßig muss sollte auf Toilette gehen. Bewegung, Ballaststoff, genau, also Bewegung, viel trinken. Bewegung ist auch noch wichtig. Ja, kann auch die Symptome ein bisschen mildern. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, was euch geholfen hat, die Menstruationsbeschwerden zu mindern oder ganz zu eliminieren, dann lasst den Tipp gerne als Kommentar unter diesem Video. Da sind wir sehr gespannt. Okay, das war's von uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Ciao.